Das war gut, dass Karajan und Bernstein da waren. Das war so wie Prey und Fischer Disco, wie Tebaldi und Callas. Es muss immer ein Gegenpol sein, nicht wahr? Der eine mag den nicht und der andere mag das nicht und so. Und es war gut. Toscanini und Furtwängler. Toscanini, Furtwängler, Siegfried und Schwarzkopf. Mhm. Wunderbar. Ah ja, übrigens, ich könnte sagen, wenn ich am Radio höre, und ich könnte sagen, bei Karajan kann ich sagen, es ist entweder zu laut oder zu leise. Und beim Bernstein zu schnell oder zu langsam. Das heißt, jetzt kommen wir dann zum Böhm. Wenn man in YouTube sich diese Haydn-Symphonie anschaut, wo Bernstein mit den Wiener Philharmonikern gespielt hat, ohne zu dirigieren, sondern nur mit den Augen dirigiert hat. Aber Philharmoniker spielen alles ohne Dirigenten. Das ist doch klar. Das ist jetzt schon ein bisschen Gerücht. Ja. Aber wissen Sie, wie der Bernstein gestorben war und ich habe dieselben Sachen dann mit den anderen Dirigenten gemacht. Ich nenne keine Namen. Da habe ich mir immer gedacht, die kennen das Stück nicht. Ich habe nicht mehr das gehört, was ich sonst gehört habe. Ich hörte es nicht. Es war Musik gemacht. Okay, gut. Es war alles gut. Durch die Musik kommt eine erotische Beziehung mit dem Dirigenten. Mhm. Und wenn das nicht ist, macht man keine richtige Musik, meines Erachtens. Sie lachen. Wenn man eine Phrase empfindet, die so schön ist, ich rede jetzt nicht vom Theoretischen, davon verstehe ich gar nichts. Mhm. Ne? Ob das nur ein C-Dur ist oder wie die übergeht in Cis-Moll oder was war es, der liebe Himmel, kann ich nicht, weiß ich nicht. Ich empfinde es nur. Und das wiederzugeben, ist ja eigentlich auch schon genug. Ne? Und da kam die Janowitz zu mir und sagte, Christa, das Benediktus, das kann ich nicht singen, das ist viel zu langsam. Sag ich, na geh hin. Sag's ihm doch. Nein, nein, Christa, geh du hin. Ich musste immer reden. Ja. Und dann ging ich hin und habe gesagt, Herr von Karajan, das Benedikt ist uns zu langsam. Das können wir nicht singen. Ja, also wenn Sie das nicht singen können, dann muss ich mir eben andere Sänger holen. Daraufhin habe ich ihm gesagt, bessere wie uns kriegen Sie nicht. Und da machte er es auch ein bisschen schneller. Der hat dann auch schneller gemacht, gell? Ja, natürlich. Man kann ja reden, ne? Herr Gott, er hat sein Leben wie eine Kerze an beiden Enden angezündet. Ja. Aber er soll gesagt haben, was mir erzählt wurde, also auf seinem Totenbett hätte er gesagt, it was a great life, wasn't it? Also was die jungen Leute sich heute noch von Bernstein nehmen könnten, wenn sie ihn noch sehen könnten. Mein Gott, zwei Konjunktive. Ne? Ich denke mir, die Leidenschaft, Sie haben gesagt Leidenschaft und die Intensität, das ist ja ungefähr dasselbe, dirigiert technisch, glaube ich, nichts. Das hat ja Mahler auch gesagt, das Wesentliche der Musik ist nicht in den Noten geschrieben. Und das ist es eben. Und wenn man das mal erfasst und es dann ausdrücken kann, dann ist man ein großer Musiker. Ja. Ja.